Du kennst oder siehst eine wunderschöne Frau. Und natürlich möchtest du ihr das irgendwie sagen. Aber in der Vergangenheit hat es irgendwie nie funktioniert. Sie hat sich für dein Kompliment weder wirklich dankbar gezeigt, noch sich danach mit dir unterhalten. In diesem Video erfährst du, warum manche Komplimente auf taube Ohren fallen und du mit anderen wiederum eine Frau zum Strahlen bringen kannst und mit dir schlafen möchte. Du bekommst außerdem von mir zwei konkrete Komplimente, die jede Frau absolut lieben wird. Deshalb schau dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Schluss an. Menschen geben Komplimente auf zwei Arten. Die erste Art ist rein wohlwollend und ohne Hintergedanken. Und die zweite, die ist nicht so uneigennützig. Denn mit der zweiten erwarten Menschen immer etwas zurück. Was meinst du, welches der beiden Komplimente die meisten Menschen eher geben? Um das zu erklären, betrachten wir einmal folgendes Gedankenexperiment. Du hast gerade im Lotto gewonnen. Du hast 7 Millionen Euro im Jackpot abgesahnt und möchtest der Welt jetzt etwas zurückgeben. Wie du so aus der Bank heraustrittst, bist du überglücklich. Es kommen dir 1000 Ideen in den Kopf geschossen. Und als du die Menschen so um dich herum siehst, überkommt es dich einfach und vielleicht rufst du dann heraus, wer möchte Geld haben? Wer will Geld geschenkt bekommen? Die Menschen gucken kurz verdutzt, manche schütteln vielleicht mit dem Kopf, aber letztlich gehen alle einfach weiter. Und du denkst, na gut, wenn es keiner haben will, und läufst grinsend nach Hause. Zwei Fragen habe ich an dich. Erstens, wieso ist es dir relativ egal, wenn niemand dein Angebot auf der Straße annimmt? Und meine zweite Frage an dich, warum haben die Menschen auf der Straße überhaupt so reagiert? Wenn du das verstanden hast, dann weißt du, wie Frauen bei deinen Komplimenten über beide Ohren strahlen werden und sich mit dir für ein Date liebend gerne verabreden. Nehmen wir an, du hast die 7 Millionen Euro gewonnen. Du hast jetzt so viel Geld, dass du ohne Bedenken anderen etwas davon abgeben kannst und dir dabei auch nicht wirklich die Gedanken kommen, ich möchte aber etwas zurück dafür haben, sondern du gibst es einfach aus der Güte deines Herzens. Wenn du somit andere beschenkst, dann tust du es aus einer Position der Unabhängigkeit heraus. Du hast genug Geld, warum nicht etwas abgeben? Kein Problem. Darum ist es dir relativ egal, wenn jemand dein Geschenk nicht annehmen möchte, dann kriegt es eben jemand anders. Wenn du einer Frau ein Kompliment gibst, dann sollte es dir genauso egal sein, ob sie es eben annimmt oder nicht. Denn du hast ja unendlich viel Komplimente im Petto. Du hast keinen limitierten Speicher für Liebe. Aber eine Sache ist noch nicht ganz klar. Warum reagieren Menschen so kühl, wenn du ihnen ein Geschenk oder ein Kompliment machen möchtest? Die Antwort liegt tiefer begraben. Denn wir Menschen sind es ganz und gar nicht gewohnt, wenn uns jemand so uneigennützig einen Gefallen tun will. Wir sind es leider gewohnt, dass andere im Gegenzug immer etwas erwarten. Die gratis Schreibblöcke oder Süßigkeiten, die die Altparteien zufälligerweise kurz vor der Bundestagswahl an Bahnhöfen verteilen, die sind auch nicht uneigennützig und wir wissen das. Im Gegenzug sollen wir dazu bewegt werden, diese Partei natürlich zu wählen. Und genauso ist es auch bei Komplimenten. Und dann kommt ja noch hinzu, dass du als Mann einer Frau dieses Geschenk machst. Etwas grundsätzlich Wunderschönes. Aber verstehst du, Frauen sehen die Welt nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Sie sehen sie durch eine kritischere Brille. Warum? Stell dir vor, du hast eine normale Kindheit. Nicht schlimmer oder weniger schlimm als deine, aber auf einmal passiert etwas. Mit 14 machst du irgendwann die Erfahrung, dass jeder Mann dich auf einmal anders wahrnimmt. Männer schauen dich auf der Straße auf einmal viel öfter an. Sie glotzen förmlich und ab und zu kommen sie zu dir und suchen das Gespräch, aber sagen nicht wirklich, was sie wollen. Das ist komisch und würde die Gutgläubigsten von uns stutzig machen. Und dann machst du auch noch als Frau die Erfahrung, dass du irgendwann mal mit deinen Freundinnen feiern gehst. Und ein Mann möchte dir einen Drink ausgeben. Und wenn du ihn dann höflich ablehnst, beleidigt er dich auf einmal als Brüde oder als Schlampe. Und das passiert dir immer wieder mal. Würdest du dann nicht grundsätzlich eine Skepsis hegen gegenüber Geschenken oder Komplimenten? Was hören denn Frauen, wenn du sagst, du bist echt hübsch, ich finde dein Kleid klasse, du hast echt schöne Augen? Richtig, was sie hören, ist leider, dass du etwas im Gegenzug erwartest. Welche Komplimente funktionieren also? Bei welchen Komplimenten fühlt sie sich wirklich gewertschätzt? Es sind die Komplimente, bei denen sie merkt, dass du nichts zurückverlangst. Keine Nummer, kein Dankeschön, nichts. Du gibst das Kompliment, weil du unendlich viele Komplimente zu verteilen hast. Dein Speicher an Komplimenten ist endlos. Sagen wir, du hast eine Frau im Café erblickt und du kannst die Augen nicht mehr von ihr lassen, weil sie so wunderschön ist. Also gehst du zu ihr rüber. Entschuldigung. Sie haben eine ganz bezaubernde Ausstrahlung. Ich wollte Ihnen das einfach nur sagen. Ich muss auch wieder los. Der Nebensatz, der ist hierbei essentiell. Denn der Nebensatz, der zeigt deine Unabhängigkeit. Sodass sie merkt, oh wow, das ist ja wirklich, er wollte ja wirklich mir einfach nur dieses Kompliment geben und wieder gehen. Ich sage es immer wieder und ich werde es auch immer wieder wiederholen, bis es auch der Letzte auf diesem Planeten gehört hat.
Verehrung plus Unabhängigkeit. Das ist attraktiv. Zeige, dass du bereit bist zu gehen. Zeige, dass du unabhängig bist, dass du es ihr sagen musstest, aber nicht auf ihre Reaktion angewiesen bist. Kennst du eine Frau in deinem Bekanntenkreis? Funktioniert das genauso? Hier ist ein Beispiel für so eine Situation. Vergiss nicht, im Hauptsatz das Kompliment und im Nebensatz ein Statement deiner Unabhängigkeit. Du bist echt süß. Ich mag das. Sag das mal einer Frau in deinem Bekanntenkreis und dann achte darauf, mit welchem strahlenden Gesicht sie dich danach anschaut. Wenn du nur sagen würdest, du bist süß, na, dann würde sie wahrscheinlich denken, okay, er erwartet jetzt noch etwas von mir. Wenn du aber dazu sagst, ich mag das, dann zeigst du damit, dass du grundsätzlich süße Frauen magst. Dass du also Auswahl hast, dass du rein gar nichts von ihr erwartest, sondern es ihr eben einfach nur mal sagen wolltest. Du bist süß. Ich mag das. Das ist wie Pizza. Ich mag Pizza. Und nicht, oh, Pizza, das ist die einzige Pizza auf der Welt für mich. Es kommt rüber wie eine Tatsache, die du ganz nebenbei einfach festgestellt hast. Verehrung plus Unabhängigkeit. Frauen sind wundervoll und haben einfach viel mehr Komplimente verdient. Wenn du das auch machen möchtest und dabei ein Leben führen willst, bei dem Frauen links und rechts auf dich stehen und du auf wunderschöne Dates gehst, dann sollten wir uns mal in einer kostenlosen Erstberatung sprechen. Den Link findest du in der Beschreibung oder hier. Und dann habe ich zwei, drei Wochen nur dabei zu sein, ein Mädel kennengelernt in der Einkaufsmann. Oh, Laden. Ja, das war so hammergeil. Wir hatten gleich irgendwie zwei kurze Instant-Dates, wir sind spazieren gewesen, nochmal Kaffee trinken. Und zum Schluss haben wir uns sogar geküsst. Die holen so viel aus dir raus, ey. Und das fühlt sich so natürlich an. Ich habe mich nicht mehr verstellen müssen oder sonstiges. Ich habe mich richtig wohl gefühlt in meiner Haut. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass das mit mir passiert ist.